meiner Arbeit als NP gefällt mir sehr gut, dass ich wirklich sehr direkt am Patienten und mit dem Patienten zusammenarbeite, aber auch in Kombination mit dem Hausarzt wirklich so Therapiepläne für Patienten kann ausarbeiten und so auch viel so Teil übernehmen. Einerseits, wo ich halt habe von der Pflege, wo ich wirklich pflegerische Aspekte reinbringe, aber auch so einen Aspekt vom ärztlichen Dienst übernehmen, wie so eine körperliche Untersuchung, wo ich mich jetzt recht vertieft habe. Und das noch anwenden im Alltag. Und das finde ich sehr spannend, so die Kombination zusammenzubringen. Die wichtigsten Interventionen, die ich sehen kann, zur Verbesserung der Patientenversorgung, das ist ja die Aufgabe von einer CNS mitbringen, ist, dass ich einerseits selber Versorgungslücken detektiere, weil ich klinisch arbeite und ein Teil von dieser Versorgung bin und auch von diesem Team bin. Und dann die versuchen, wirklich außerhalb des OPSA weiterzuentwickeln mit den Stakeholdern, die wirklich eins zu eins auch am Patienten arbeiten. Und das andere ist, dass ich versuche, auch die Teamstärkung zu machen. Dort ist ja stark die CNS-Rolle auch angesiedelt. Dass ich nicht nur versuche, die Patientenversorgung in meinem 1 zu 1 besser zu machen, sondern dass wir versuchen, auch das Team zu stärken und das Team zu entwickeln und so eine Praxisentwicklung zu machen. Der grösste Unterschied zwischen CNS und NP. Als NP ist man wirklich wie so ein bisschen tiefer unten und ist man wirklich am Patienten weniger im Coaching-Bereich oder so im Leadership, wo man wirklich einfach mehr Beratung macht am Patienten und die direkt eigentlich so unterstützen. Im CNS sehe ich meine Rolle. Wie können wir die Versorgung im Allgemeinen besser machen? Oder wie können wir auch interprofessionell die Versorgung besser machen? Mehr so auf der Ebene Praxisentwicklung, Teamentwicklung, Strategie so weitergehen und nicht eins zu eins mit den Patienten. So Fähigkeiten, die ich finde, sind sehr wichtig so als NP, sind, dass man sich sehr, sehr bewusst ist, was so die eigenen Kompetenzen sind und wo es die Grenzen ist, wo man wirklich weiss, hey, das kann ich nicht mehr und da braucht es wirklich einen Arzt. Und darum finde ich es sehr wichtig, dass man wirklich sich selber sehr gut kennt und seine Fähigkeiten auch kennt und gut kann einschätzen kann. Was ein Vorteil ist, ist, wenn man gut kann mit Patienten kommunizieren und so ein bisschen auf einer empathischen Ebene kann den Patienten, Patientinnen, die mit Beschwerden kommen, gut begegnen. CNS-Fähigkeiten. Einerseits gibt es Critical Thinking, akademisches Denken und auch dort die Praxis entsprechend mit Forschungstätigkeiten weiterzubringen. Implementierung ist ein grosses Thema und auch Implementierungswissenschaften anzuwenden, also Methoden aus der Implementierungswissenschaft. Und auf der anderen Seite sind es natürlich immer persönliche Skills, die man braucht. Also man muss sicher teamfähig sein, man muss Freude haben an den Menschen, man muss Menschen auch gerne haben und sehen, dass alle ihr Potenzial haben und dass wir dann zusammen so Praxis entwickeln können.